Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Stonehearth. Wo ein Engine-Fehler vorliegt, da man das schon gewohnt ist, gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Ja, was soll man sagen? Stonehearth hat einen Engine-Fehler. So ist es halt. Und währenddessen versuche ich, den richtigen Händler wieder herzubringen. Mal eben kurz die Kisten durchgehen. Das Rudel Waschbären kann mir total gestohlen bleiben und total egal sein. Das eigentliche Hauptproblem ist, dass dieser komische Ogger... Ach, da! Ja, doof, ne? Dass die Gegner keine Leitern bauen können. Und ich glaube, der Fehler entstand durch mein Bauwerk da oben. Weil da geht es anscheinend gerade nicht mehr weiter. Gerade daran liegen, dass nachts ist und die ganzen Leute denken, wir müssen nichts mehr tun. Arbeitstechnisch. Deshalb gammeln die da unten ab. Ein neuer Tag geht arbeiten. Kein Essen vorhanden. An sowas will ich gar nicht denken. Alles in allem geht's mir gut. Aß eine langweilige Mahlzeit. Oh, wow. Holen wir einen weiteren kleinen Typen ab, der einfach nur Zeit und Geld kostet. Und Performance. Ich glaube, ich muss das Haus nochmal abreißen und muss einen neuen Aufbau starten. Weil dann nichts mehr passiert. Erschütternd, ich weiß. Und jetzt haben wir schon wieder eine Leiter hier oben. Die einfach so in der Luft hängt. Solange die nicht jetzt meine nächste Bauproduktion behindert, ist das alles okay. Ja, in 11 Stunden kommt der Händler zurück, dem ich eh nicht zu bieten habe. Und eine Kolonie von Kaninchen wollte meinen Typen angreifen. Ich glaube auch immer noch, das Bautool hat einfach das Spiel zerstört. Also ja, das Spiel ist jetzt nicht kaputt deshalb komplett. Aber ich glaube, das Bautool kostet einfach viel Performance. Also Gebäude so aufbauen zu lassen von den kleinen Viechern hier... Also beziehungsweise in dieser, wie soll man sagen, in diesem niedlichen, ich baue hier jeden Klotz einzeln auf, ist einfach ein Performance-Killer. So wie viele andere Sachen auch. Ah, scheiße, eins zurück. Ich möchte mich sowas wie einen Marktplatz gerne jetzt aufbauen.
Oder wie soll man lieber sagen, ein Plaza? Die Herzlinge können nicht herausfinden, wie sie das aufbauen sollen, was ich nicht nachvollziehen kann. Wahrscheinlich, weil diese dämliche Feuerstelle da drin lag. Ah, jetzt ist es nicht mehr rot. Man hätte vielleicht auch eine dezentere Farbe nehmen können. Dass das nicht direkt so aussieht, als wenn irgendwas explodieren würde in den nächsten 5 Sekunden. Weil es erstmal nur der Grundriss ist. Und was ist aus unserem alten Projekt geworden? Weg einfach, ne? Ah ne, da. Ich hab zu weit links geguckt. Ich bin schon einfach fertig. Schade, vielleicht das nächste Mal handeln. Überlebenskünstler waren. Ja, nimm die beiden Teppiche. Hat jetzt eigentlich die Rübenschützenteile noch gebaut? Möbelverteidigung. Und keine Ahnung, ob der feuern könnte, wenn wir den jetzt irgendwie da unten positionieren. Oder ob der wirklich so auf der Seite stehen muss. Schießt Rüben auf die Feinde, in einen Kampf verwickelt. Ich denke nicht, dass der in einem Kampf verwickelt ist gerade. Oh, anscheinend ist die Leiter verschwunden, die ja hier stand. So könnte der Schmied eines Tages ja doch noch was bekommen. Nee, können wir schon ein bisschen nach vorne versetzen. Weil es soll ja auch noch die Statue geben. Blablabla, Tierschautyp. Eine Herde von irgendwas kommt, was ich aber auch wieder nicht angreifen kann, weil dafür fehlt eine Mauer. Nee, stimmt gar nicht, eine Leiter. Sollen wir mal so nett sein und den Herrschaften Leitern aufstellen? Da kann es der Gegner auch endlich mal angreifen. Wenn er in der Lage ist, Leiter zu klettern. Händler. Ah ne, das heißt Markt irgendwas, ne? Ja, jetzt müssen meine Ritter und so weiter alles besiegen, was so das ganze Spiel über hier auf dem Berg Hügel gespawnt ist. Wo sind natürlich einfach mal 80.000 Gegner. Zieh dir die Scheiße rein.
Ich glaube, das könnte sogar schwierig für meine sehr erfahrene Truppe sein. Ogus Gullbunker. Was? Ogus Gullbunker besiegt? Was Wahrsager sagen? Was Mountain sagen? Was mit Khan? Was ist mit nächsten Zyklus? Mountain, kämpfe weiter. Und gerade hat man ein anderes wunderschönes Problem gesehen. Und zwar, dass ich nicht vernünftig hier auf das andere Gebäude irgendwas draufbauen kann, ey. Da meckert der. Obwohl es ist eine Straße. Es ist eine verfickte Straße. Warum darf ich da nichts draufsetzen? Oh, das bedeutet, ich muss alles außerhalb des Tools machen. Ja, Hauptsache Blöcke kann ich draufsetzen. Das bringt mich wenigstens auf eine kleine Idee. Da ich ja Podeste bauen kann für die unterschiedlichen Gebäude. Ruhe mit deinem täglichen Update. Ich arbeite noch. Bis ein an den Rand. Tja, wäre es nicht toll? Ah, da machen wir die Fahne hin. Also da auf dem Podest drüben.
Ein gefährlicher Goblin. Geht so. So, was verkaufst du? Sachen, die ich nicht brauche. Jon, Zuckerrohrs, Brote und Suppen. Euch auch nicht. Oh, ist ja noch ganz schön was zu tun. Ah. Weil ich sollte hier oben die Bronzebarren und so weiter nach unten ziehen. Damit er die Sachen für die Schmiede fertig macht. Eine kompakte Lichtquelle mit ein bisschen Flair. Man darf den nur auf dem Boden haben. Dann setzen wir den halt dahin. Stühle und Kacke. Toll, man kann nicht mal durch mehrere Marktplätze mehrere Händler rufen. Da fällt dir auch schon wieder nichts so ein. So, holen wir mal ein bisschen Holz. Oh, ein Diebestrupp ist erschienen. Aber wieder auf der falschen Ebene. Meine Mahlzeit war roh. Dafür kann ich aber nichts. Wir haben mehr als genug Essen. Weil produzieren wir mehr als genug. Ihr müsst es euch nur rechtzeitig holen. So, anscheinend ist ein Teil des Hofes fertig. Da oben werden noch 3-4 Teilchen fehlen. Ja. Die Versorgungseinrichtungsdinger. Gut gemacht, kleine Stadt. Ihr habt eine weitere Nacht überlebt. Ogo, Mountain und seine Wahrsager sind von der Erde verschwunden, aber ihr bleibt. Feiert ihr? Du siehst aber betrübt aus. Zu den Großen kommen Herausforderungen der Großen. Macht sucht Macht, Macht zu besiegen, ist wie Aufmerksamkeit von anderen einzuladen. Die schaffen wir auch. Mein Khan sah viele Jahre, aber Krankheit kümmert sich nicht um Ehre oder Weisheit. Der Stern des Khans ist gefallen und seine Männer blicken in die Wildnis, um Ehre zu steigern. Ogos Pflicht an euch weitergehen und sie werden kommen. Ogo was? Zaubert die Knochen von Ogo dem Wahrsager. Über die Wiege des Landes würdet ihr seine Worte hören. Sicher? Oh, Helden kommen und Helden gehen, aber sie werden immer in der Nähe eines Lagerfeuerscheins gefunden. Vom Holz geboren und zum Südstern getrieben, erwächst ein Nest der Hoffnung in den Bergen Riven. Der Wink des Jovels in der Pforte des Monkeys, die Wiedergeburt des Sterns der Götter voraussah. Okay, wer kann das schon sagen? Meine Leute glauben gut.
Das spielt jetzt keine Rolle. Die Zyklen der Götter sind nichts für die Überlegungen der Menschen, Echsenmenschen oder das Monkey-Volkes. Schau nach morgen, kleine Stadt, und gedeihe. Danke, denke ich. Die Wünsche meines Kahns rufen mich nach Hause. Leb wohl, kleine Stadt. Wir werden alle gleich sein, wenn ein anderer Tag dämmert. Auf Wiedersehen. Ach, Händler mit schicken Türen. Der soll mir lieber mal den Händler schicken mit diesen... mit der ordentlichen Nahrung. Backwaren zum Verkauf. Ja, toll. Ich will keine Backwaren. Rohes Wildschwein, Eier, Backbackfutter. Upsala, verkehrt rum. Ich glaube, oben ist der Schmied fertig geworden. Wundervoll. Und tschüss, Spiel. Nicht mal eine Fehlermeldung wollte er mir diesmal sagen. Boah, und jetzt wird wieder das Safe-Game irgendwie am Arsch der Welt sein. Das Spiel geht einfach aus. Es geht einfach aus. Und ich lasse es in den Folgen drin, damit ihr einfach diesen wundervollen, beschissenen Zustand seht. Und wenn es halt... wie soll man sagen? Und jetzt kann man nämlich auch wieder sehen, wann dieses tolle automatische Speichern eingesetzt hat wahrscheinlich. Da hätte ich nicht das Völkchen nehmen sollen, was jetzt erst mit dem letzten 1.0 Patch gekommen ist. Oh. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass 26 Minuten für nichts waren. Okay, das sieht ja erstmal in Ordnung aus. Weil Marktplatz steht, das Gebäude hier oben ist fast fertig. Und mit dem haben wir ja schon gesprochen. Ja, schick mir doch mehr Gegner. Noch ein Steinhaus für zwei. In meiner teureren Variante. Ein gefährlicher Goblin. Ja,
erlauben wir mal den nächsten Feinden uns anzugreifen. So, jetzt ist der Schmied fertig wieder. Und da ist schon wieder eine dämliche, wie soll ich sagen, Mauer. Warum setzt der Hund sich jetzt neben mich und guckt mich an? Ich habe Mauer gesagt und nicht irgendwas Wichtiges. Ja, fein machst du das hier arbeiten. So, eisenbeschlagene Versorgungstische, da können wir Erze drauf lagern. Und hier vorne kannst du eigentlich theoretisch für Fertigprodukte alles ausrüstungstechnisch reinlegen, oder? Schwerrüstung, Nahkampfwaffen, Waffen. Na, vielleicht auch leichte Rüstung. Alles, was der Schlawiner hier so zusammenzimmern kann. Kann es sein, dass hinten auf dem Dach auch wieder... Oh, ich weiß... Ohne Kacke, ich weiß nicht, warum dieses Spiel es so liebt, Gegenstände auf Dächern liegen zu lassen. Oder überhaupt irgendwo. Das ist super schrecklich. Naja, wir sind aber zeitig erstmal am Ende und sehen uns dann nächstes Mal wieder bei Stonehearth. Ich mache jetzt ein separates Savegame zur Sicherheit und hoffe, dass wir keine größeren Verluste mehr haben an Material.